Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich dachte mir, ich packe mal alle Fragen, die ich in der letzten Zeit bekommen habe, in puncto Haare, in dieses Video. Also all in all so ein Haarpflegeroutine-Video. Unabhängig von meinen Extensions möchte ich euch trotzdem gerne zeigen, was ich gerne benutze, auch was ich davor gerne benutzt habe. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Los geht's! Ihr werdet euch bestimmt jetzt denken, die benutzt bestimmt einen Haufen Scheiße für ihre Haare. Aber ehrlich gesagt muss ich sagen, nein. Bei mir ist mittlerweile das Motto, je weniger, desto besser und nicht viel hilft viel. Kleiner Fun Fact, ich wasche mir super selten die Haare. Auch, ihr müsst euch jetzt die Extensions mal kurz wegdenken, auch ohne Extensions habe ich mir einmal die Woche versucht, die Haare zu waschen. Mal hat es geklappt, mal mehr, mal weniger. Aber mehr als zweimal die Woche habe ich mir noch nie die Haare gewaschen. Also das war auch wirklich in den Zeiten, wo ich solche Haare von Natur aus hatte, sei es rot oder sei es fast schwarz, habe ich meine Haare nicht sonderlich aufgewaschen. Das ist aber so meine persönliche Präferenz. Ich weiß, dass das viele super eklig finden. Ich mache auch fast jeden Tag mittlerweile Sport. Also einen Tag in der Woche habe ich immer so, den ich keinen Sport mache. Aber trotzdem versuche ich mir so wenig wie möglich die Haare zu waschen. Aber das ist so, macht das, wonach ihr euch fühlt, was einfach gut für euch ist, womit ihr einfach im Einklang einfach seid. Ihr müsst euch da kein Beispiel nehmen. Es ist natürlich so, dass desto weniger ihr euch die Haare wascht, desto besser ist es einfach für eure Haare. Ich muss sagen, dass es das Beste für meine Haare war, meine Haare dunkel zu färben. Man hat einfach sofort nach dem Dunkel Tönen gesehen, dass die Haare viel, viel griffiger waren, viel, viel dicker und einfach viel mehr Glanz hatten. Aber auch das sind meine Haare. Meine Haare waren einfach totblondiert. Ich habe ja irgendwann angefangen, mir die Haare selber zu blondieren, mir selber die Haare zu strehen, mir selber den Ansatz zu färben, mir sie selber abzumattieren. Das habe ich relativ selten gemacht. Also ich habe es versucht, so lange wie möglich zu strecken. Ungefähr alle 6 bis 8 Wochen. Und mittlerweile ist es so, ich habe mir jetzt die Haare dunkel getönt, letztes Jahr, also gefärbt, getönt. Ich glaube, es ist gefärbt. Und seitdem habe ich mir ein einziges Mal den Ansatz nachgetönt. Ansonsten frische ich mir die Haare einfach mit einem Shampoo einfach auf. Das zeige ich euch aber auch gleich. Das Wichtigste zuerst, welche Farbe habe ich denn benutzt? Oder welche Farbe benutze ich denn? Ich benutze diese Mischung, die steht aber auch in dem Haarfärbevideo unten in der Infobox. Da mache ich auch kein Hehl draus, ich mache da kein Geheimnis draus. Ihr dürft natürlich nicht vergessen, ich habe vielleicht eine andere Ausgangsfarbe als ihr. Also wenn ihr von hell auf dunkel wollt, müsst ihr gucken, ob das passt. Ich war super, super hell. Also in den Längen war ich super hell, oben der Ansatz war ein bisschen dunkler. Deswegen habe ich auch zwei verschiedene Haarmische benutzt. Als ich mir die Haare dunkel getönt, gefärbt habe, war ich ein bisschen unentspannter. Als ich mir jetzt letztens die Haare aufgefrischt habe und den Ansatz gefärbt habe, war ich ein bisschen entspannter. Da habe ich es nicht ganz so genau genommen mit der Mische beim letzten Mal. Da habe ich diese Zusammensetzung genutzt. Aber es ist trotzdem quasi das gleiche wie beim letzten Mal. Nur ich habe einen Ton weggelassen. Ich habe ja eine Farbe für den Ansatz genommen und eine für die Längen. Und diesmal habe ich ein und dieselbe Farbe quasi für alles genommen. Ich habe mir den Ansatz gefärbt und bin auch in die Längen so ein bisschen gegangen, weil ich das natürlich anpassen muss mit den Extensions, dass das ungefähr passt. So, einmal zurück zu den Basics. Ich wasche mir einmal die Woche die Haare. Ihr dürft natürlich nicht vergessen, wie gesagt, ich habe Extensions drin. Die halten einfach Locken, Wellen oder dieses gekreppte Haar einfach viel, viel besser. Also ich würde wahrscheinlich auch noch 2, 3 Tage länger hinkommen, aber irgendwann ist auch mal Schluss. Irgendwann muss auch ich sagen, Sanna, du musst jetzt Haare waschen. Und das ist wirklich immer eine lange Prozedur. Ich habe Extensions, das heißt, ich packe einfach so ein paar Basics zu den Extensions rein. Ich darf die Haare nicht über Kopf waschen. Das heißt, ich muss jedes Mal in die Dusche steigen. Oh mein Gott, ich muss duschen. Nein, aber Spaß beiseite. Ich kann natürlich nicht sagen, ich wasche mir heute nur die Haare. Es ist wirklich ein richtiger Prozess. Ich brauche all in all eine Stunde, anderthalb auf jeden Fall für alles. Wenn ich mir die Haare mit dem Dyson föhne, sind es fast 2 Stunden, die ich ohne Spaß für das ganze Prozedere brauche. Aber ich habe von Natur aus viel Haare. Ich habe 200 Gramm Extensions drin. Die sind
55 cm lang, ich weiß es gar nicht so genau, weil wir von 80 cm einfach abgeschnitten haben. Da dauert das einfach alles. So, jetzt erwartet jeder, dass ich das ultra krasse Produkt benutze für die Haare. Nein, für meine Haare ist es schon immer wichtig, also mir war schon immer wichtig, dass ich sehr viel Feuchtigkeit in meinen Haaren spende. Ich habe am Anfang immer die Matrix-Produkte benutzt. Die habe ich irgendwann nicht mehr vertragen. Meine Kopfhaut war danach spröde, hat gejuckt, war gereizt und ich habe einfach immer die Haare so gekratzt. Ich musste irgendwann wechseln. Dann habe ich die Balea Med-Reihe benutzt. Die habe ich irgendwann nicht mehr vertragen. Und dann bin ich übergegangen zu der Hairburst-Serie. Die habe ich auf TikTok gesehen und habe sie mir dann nachgekauft und habe dann einen Rabattcode zugeschickt bekommen. Ich weiß allerdings nicht mehr, ob der aktiv ist, aber ich benutze diese Produkte auch ohne aktiven Rabattcode, auch ohne Bezahlung, auch ohne Zusammenarbeit. Das ist die Reihe 4 Longer Stronger Hair mit Avocado und Kokosnuss. Das ist jetzt nur das Shampoo. Ich habe natürlich auch den Conditioner. Da ist kein Silikon drin. Da ist sehr, sehr viel Gutes für euer Haar drin. Das war bei den Matrix-Produkten auch. Da weiß ich allerdings nicht, ob die kompatibel sind für Extensions. Müsste ich mal gucken, weiß ich allerdings nicht. Bei Extensions ist es ja wohl wichtig, dass man auf silikonfreie Produkte zurückgreift. Und deswegen das. Das ist für alle Haartypen. Ich habe immer das bei dem Conditioner immer das Gefühl, meine Haare brauchen das. Also ich benutze wirklich immer Shampoo und Conditioner. Meine Haarspitzen, meine Haarlängen saugen das einfach immer richtig auf. Also auch ohne Extensions haben die das immer richtig aufgesaugt. Und bin ich wirklich faul, was Masken betrifft, aber ich muss es einfach regelmäßiger machen. Aber das ist halt wirklich so ein richtiger Prozess. Das ist nicht mal, ich gehe duschen, Haare waschen, bin in einer halben Stunde fertig und wir können los. Nein, das ist so ein richtiger Prozess. Aber ich will mich auch nicht beschweren, um Gottes Willen. Ich habe auch noch die passende Maske. Ich habe die von Maria Nila jetzt gerade erst aufgebraucht. Die Produkte sind auch, Gold wert. Die könnte ich vielleicht auch das nächste Mal bestellen, wenn ich das aufgebraucht habe. Ich muss mal gucken. Ich switche immer so ein bisschen hin und her. Aber nicht, weil ich die Produkte nicht mag, sondern weil ich einfach irgendwann das Gefühl habe, meine Kopfhaut wird dann irgendwann irgendwas Neues ausprobieren. Und bei den Matrix-Produkten war es, wie gesagt, so, da hat meine Kopfhaut irgendwann gesagt, so, halt, stopp bis hierhin und nicht weiter. Jetzt wird mal Zeit für was anderes. Und bei der Balea Med-Reihe, die kann ich gar nicht mehr benutzen. Auch gar keine Balea-Produkte. Ist es so, dass ich eine allergische Reaktion habe von allen Balea-Produkten, von allen. Also ich kriege da richtig so ein entzündetes Auge. Ich habe jedenfalls auch noch die passende Maske. Da sagt man ja, dass man so einmal die Woche eine Maske auftragen soll. Ich wasche mir aber nur einmal die Woche die Haare. Das mache ich natürlich nicht. Also da bin ich wirklich faul. Einmal im Monat mache ich mir eine Maske auf. Ich bin wirklich faul, was das betrifft. Und wenn ihr eine Maske benutzt, dann immer Shampoo, Maske, Conditioner. Immer Conditioner als Abschluss. Ja, das erstmal so als Basics. Also ich kann euch empfehlen Balea Med, ich kann euch Matrix empfehlen, Maria Lila und Hairburst. Ich verlinke euch die Produkte einfach mal unten in der Infobox, wo ich denke, okay, das ist sowohl für lange Haare, für Extensions, als auch für strapazierte Haare. Ich habe immer blondiertes Haar gehabt, meine Haare waren immer trocken nach den Blondierungen und es war einfach Zeit, das zu beenden. Und das, ich bereue es einfach gar nicht, wirklich gar nicht. Nun ist es aber so, ich färbe mir jetzt alle 4 bis 6 Wochen die Haare. Ich habe aber einen sehr, sehr aschigen Naturansatz, habe graue Haare, also nicht super viele, aber so 5, 6 Stück auf jeden Fall. Um das alles so ein bisschen auszugleichen, habe ich im Alltag ein Ansatzspray. Und zwar das von L'Oreal. Das finde ich super. Ich habe noch kein anderes probiert. Ich will aber auch kein anderes probieren, weil ich das wirklich toll finde. Das ist das Ansatzspray in Braun bis Mittelbraun. Also wirklich sehr, sehr dunkel. Aber so, wenn ich einen strengen Zopf trage oder so und sehe, der Ansatz, der sieht noch nicht so viel aus, um zu färben, aber einfach, um das so ein bisschen zu kaschieren. Oder jeder normale Mensch hat einfach so ein paar Geheimratsecken, die man einfach so ein bisschen kaschieren möchte. Gerade wenn man den Zopf so weit oben trägt, dann mache ich das damit. Das ist so toll. Ich finde das wirklich toll. Ich habe das auch noch eine Nummer heller. Das geht jetzt nicht mehr. Das habe ich bei der anderen Haarfarbe benutzt. Aber bei dem finde ich toll. Und dann noch eine andere Sache, und zwar um meine Haarfarbe aufzufrischen, jetzt wird es richtig ranzig, habe ich das.
Das ist das Maria Nila. Maria Nila hat so tolle Inhaltsstoffe, wirklich. Kakao Intense in der Farbe 410. 410 ist wirklich dunkel. Wenn ich euch das jetzt aufmache, dann werdet ihr sehen, dass das ein fast schwarzes Produkt ist. Aber das ist eine Non-Permanent Color Mask. Aber die anderen Farben, es gab auch noch einen anderen Braunton, der war mir viel zu warm und viel zu rotstichig. Deswegen die. Und ich finde einfach lieber ein bisschen dunkler auffrischen als zu hell. Und das trage ich mir auf den Ansatz auf. Lass das ein paar Minuten einziehen. Ich weiß gar nicht, was hier drauf steht. 5 Minuten oder so. Lass das 5 Minuten einziehen und wasche es einfach ab. Ich muss aber sagen, das mache ich auch nicht sonderlich oft. Also wirklich so, um die Ansatzfarbe noch ein wenig zu strecken. Dann mache ich das. Aber das ist super. Ich hatte mir auch erstmal nur so eine kleine Packung gekauft, weil ich dachte, probierst es erstmal aus, ob die Farbe nicht doch zu dunkel ist. Aber sie ist super schön. Wirklich. Soll ich es mal aufmachen? Es ist übrigens 100% vegan, parabenfrei und sulfatfrei. Sieht man? Beim nächsten Mal kaufe ich mir die Nummer, also eine Nummer größer, und ich glaube, die ist auch besser zum Aufteilen. Also ich muss da immer so mit der Hand rein. Ich glaube, bei der Nummer mehr ist es quasi fast wie so ein normales Shampoo. Aber zieht euch da Handschuhe an. Es ist wie bei Silbershampoo. Die Finger sind danach schwarz. So, Haare sind gewaschen. Haare sind jetzt im Handtuch. Und dann geht's los. Ich würde mir jetzt die Haare föhnen. Und ich föhne mir nie die Haare ohne Hitzeschutz. Und zwar seit wann wohnen wir hier? Das geht jetzt ins zweite Jahr. Seitdem benutze ich das Bumble and Bumble Hitzeschutzspray. Das ist ein Primer. Also man kann, ich habe das schon mal vorgelesen, das ist ein pflegender Hitzeschutz, UV-Schutzprimer auf Ölbasis, auf das trockene oder feuchte Haar sprühen, durchkämmen, stylen. Ja, durchkämmen und stylen. Und ich liebe das. Also wenn ihr mir einen richtig, richtig guten Hitzeschutz empfehlen könnt, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Es muss nicht Drogerie sein. Es kann auch High-End sein oder Hagelshop oder so, weil ich zeige euch gleich die anderen Produkte, die sind jetzt auch nicht unbedingt Drogerie, weil es ist nur noch so ein bisschen hier drin. Also es wird auf jeden Fall noch 3 Wochen reichen, aber dann brauche ich auf jeden Fall mal was Neues. Also versucht wirklich immer einen Hitzeschutz zu benutzen. Euer Haar wird es euch auf jeden Fall danken. Das ist das einzige Produkt mittlerweile von Olaplex, was ich noch benutze. Und zwar die 6. Und ich habe die 0, die 1, die 2 ist für den Friseur, die 3, die 4, die 5 habe ich zu Hause. Aber ich sehe da irgendwie den Mehrwert gerade nicht. Also ich habe kein blondiertes Haar oder so. Bei blondierten habe ich es irgendwie noch auf, habe ich es irgendwie noch eingesehen, oder als ich noch zum Friseur gegangen bin und da auch die 1, die 2 benutzt worden ist, habe ich es auch irgendwie noch eingesehen. Mittlerweile ist es so, okay, ich habe sie zu Hause, ich sollte sie vielleicht mal aufbrauchen, wenn die anderen Produkte irgendwie leer sind. Ich würde sie mir aber Stand heute, Schande auf mein Haupt, nicht mehr nachkaufen. Ich weiß nicht wieso. Es sind super Produkte, aber für mein Haar sehe ich jetzt gerade keinen Mehrwert. Wenn die Extensions vielleicht raus sind und ich einfach wieder Pflege benötige oder gerade nach so einem richtig krassen Urlaub in der Sonne, Salzwasser, Meerwasser. Okay, aber jetzt gerade komme ich super mit anderen Produkten einfach zurecht, die einfach viel, viel günstiger sind als die. Aber die Nummer 6 finde ich super. Das ist das Bond Smoother, also eine Leave-In-Cream. Ich liebe Leave-In-Creams. Ihr werdet es gleich sehen. Ich finde das wirklich, wirklich gut. Das ist fast leer. Das habe ich mir auch nachgekauft. Allerdings bei Amazon. Dann habe ich immer auch noch ein Leave-In-Spray. Sei es ein Glanzspray oder sowas hier. Das ist von Matrix, das Matrix Biolage. Was mich auch immer genervt hat bei den Olaplex-Produkten, war, dass man auch einfach darauf achten musste, dass da kein Keratin drin war. Habe ich irgendwie genervt. Naja, aber wie gesagt, ich mag so gerade so für extrem blondiertes Haar, strapaziertes Haar, für extrem blondiertes Haar die Olaplex-Serie eigentlich ganz gerne, aber mittlerweile ist es so. Nee, ich benutze es einfach nicht mehr. Naja, dann habe ich, wie gesagt, das Leave-In
Spray von Matrix Biolage, das ist auch fast leer, würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Das ist ein feuchtigkeitsspendendes Spray für trockene Haare und die hatte ich ja gerade so in diesen Blondiermodus. Wenn man überlegt, ich bin ja von rot zu dunkel damals gewechselt und dann zu hell. Es war die schlimmste Entscheidung meines Lebens, die Haare so hell zu blondieren. Wenn ich mir alte Fotos angucke, dann bin ich einfach schockiert, wie krass meine Haare einfach ausgefallen sind und wie viel Lücken und wie viel Haare ich verloren habe, wie dünn meine Haare einfach auch am Deckhaar waren und ich einfach so eine, also ich hatte von Natur aus solche Haare, das hätte ich nie, nie im Leben mehr mit dieser Blondierung, mit diesem Blondierungsprozedere geschafft. Es war einfach der Tod und mein Untergang und da konnte die Pflege einfach noch so gut sein. Ich konnte einfach in den Bildern, kann ich heute noch verfolgen, wie schlimm meine Haare ausgesehen haben und ich habe selber einfach nicht gewaffelt bekommen, einfach aufzuhören. Wie auch immer. Auf jeden Fall benutze ich das immer für die, fürs trockene Haar. Also es ist ein Spray fürs trockene Haar, aber das sprühe ich mir ins nasse Haar einfach ein, um dem Haar Feuchtigkeit zu geben. So, dann, was ich immer gerne mache, ist, wenn ich mir gerade so mit dem, wenn ich mir die Haare geföhnt habe und so ein paar Wellen habe, weil Wellen einfach bei mir extrem lange und gut halten, weil die Extensions drin sind, dann gebe ich mir immer in die Haarlängen ein bisschen Öl. Ja, das gebe ich mir einfach rein, um das so ein bisschen glänzender wirken zu lassen. Das ist das True Soft Arganöl von Maria Nila. Und die gleichen Produkte hatte ich auch mal als komplette Serie, sind mittlerweile leer, würde ich mir aber jederzeit wieder kaufen. Das ist ein pflegendes Haaröl, das die Haare weich macht, neu belebt, kräftig. Arganöl wird schnell absorbiert und hinterlässt ein glänzendes, weiches Haar. Ja, finde ich auch. Aber ich gebe es mir, wie gesagt, nur in die Längen. Dann eine kleine Sache so von der Pflege weg. Ich föhne mir mittlerweile wieder super gern die Haare mit dem Dyson. Ab einer gewissen Länge finde ich es wieder sehr, sehr schön, mit dem Dyson die Haare zu föhnen, auch mit der Lockenpartie. Es dauert wirklich ewig, aber es hält bei mir Bombe. Aber ich mochte es bei mir irgendwann nicht mehr, weil ich einfach von Natur aus, wenn ich nur solches Haar habe und dann so einen Schädel habe mit Volumen, ich mochte das einfach irgendwann nicht mehr. Aber das war so meine persönliche Meinung. Mittlerweile liebe ich es. Ich föhne mir die Haare mit dem Dyson. Dazu habe ich auch ein Reel auf Instagram. Könnt ihr mal vorbeischauen. Mein Profil ist auch offen, also ihr müsst mir nicht unbedingt folgen. Ihr könnt da auch so vorbeischauen. Auf jeden Fall habe ich da so ein kleines Reel dazu gedreht, wie die Haare dann aussehen. Diesen ganzen Prozess, dieses Prozedere und so. Ja. Und ich föhne mir die Haare mit dem Dyson, locke sie mit dem Dyson und dann habe ich auch eine Woche komplett Ruhe. Ich benutze ausschließlich in der Nacht und gerade so für Hochsteckfrisur, also Hochsteck, für Pferdeschwänze? Für den Pferdeschwanz. Solche Haargummis, also diese Telefonkabel. Ich habe jetzt, ich weiß nicht wieso, ausnahmsweise mal so ein stinknormales Haargummi drin, aber ohne dieses Metallstück. Und in der Nacht, kleiner Tipp für alle, die lange Haare haben, flechtet euch die Haare. Also ich habe mir damals immer ein Messi-Bun gemacht. Das ist natürlich unnütze Reibung und Stress für euer Haar, weil die waren bei mir hier wirklich oben und dolle, dolle fest. Also ein leichter Zopf oder ein Pferdeschwanz oder also ein leichter, nicht hier oben so ein dickes Ding, und oder geflochten ist, glaube ich, die beste Alternative oder Idee einfach für langes Haar. Und wie gesagt, ich benutze nur die. Ich habe mir da mal so einen Riesenpack bei Amazon bestellt. Kann ich euch auch mal unten in der Infobox verlinken. Dann für Extensions benutze ich natürlich eine Extensionsbürste. Das ist die. Die habe ich zweimal gekauft. Die finde ich super. Damit komme ich überragend gut durch. Und wenn ich mir die Haare locke, ihr müsst nicht den Dyson nehmen. Ihr könnt auch einen normalen Lockenstab nehmen. Aber ich muss sagen, ich habe mir jetzt letzte Woche, als ich mir die Haare gewaschen habe und die Haare gelockt habe mit einem Lockenstab, haben meine Haare nicht so lange gehalten wie mit dem Dyson. Ja, auf jeden Fall gehe ich dann immer noch mal mit solch einem Kamm durch, um die Haare so ein bisschen aufzulockern. Ich kämme sie aber nicht extrem durch, sondern ich lasse sie dann einfach so ein bisschen aushängen, sodass sie trotzdem noch
wirklich dolle gelockt sind und gewellt, weil den Volumen, den Schwung, das Volumen und den Schwung verlieren sie nach und nach so oder so. Aber so ein bisschen auskämmen, damit ich nicht aussehe wie Mozart, mache ich auf jeden Fall. Den habe ich, glaube ich, auch mal von Amazon. Solche Spangen finde ich auch super, die sind Gold wert. Die habe ich mal, ich halte die immer hier hin, weil ich Angst habe, man sieht es hier oben nicht, habe ich mal von Shein gekauft, so eine Riesenklammer, finde ich super. Also die gibt es wahrscheinlich auch bei Amazon. Dann fragen mich viele, ob ich meine Haare extrem oft mit Trockenshampoo strecke. Nee, ehrlicherweise nicht, aber das habe ich auch vorher nie gemacht. Also super selten, wirklich so erst so am Tag 6 oder 7 fange ich an, Trockenshampoo zu benutzen. Und da liebe ich die. Das sind meine heiligen Grale. Und zwar die Batiste Trockenshampoos. Einmal das Overnight Fresh, das ist ja relativ neu, finde ich aber super. Also über Nacht vorm Schlafengehen gebe ich mir das in die Haare, schütte das so ein bisschen auf, kämme das aus, mache mir meinen Flechtzopf, gehe ins Bett, nächsten Tag läuft. Oder das ist für dunkles Haar, das finde ich aber super. Das kaschiert einfach einen Ansatz, macht aber trotzdem den Fettglanz weg und man hat keine weißen Rückstände. Weil gerade so bei dunklem Haar finde ich das super anstrengend. Wenn ich dann doch am Hinterkopf so ein bisschen was auftrage, wenn ich dann doch vergesse, es irgendwie auszukämmen, dann bin ich damit auf jeden Fall safe. Ja, ansonsten sind das so meine habe ich jetzt irgendwas vergessen, nicht überlegt, aber was anderes benutze ich wirklich nicht. Das sind so meine All-Time-Favorites und was anderes kommt nicht unter die Dusche. Ich habe gar nichts anderes da. Ich habe auch nichts anderes gekauft oder so. Ich hatte mir mal von DM eine Pflegeserie, also nachdem ich das bei Lea Med nicht benutzt habe, also nicht mehr benutzen konnte, habe ich mir von Domino Cardi die Reihe gekauft. Die habe ich auch nicht vertragen. Ich weiß auch nicht, es ist irgendwie fürchterlich. Ich muss es immer ausprobieren und gucken und dann kriege ich doch wieder so ein Matschauge. Keine Ahnung. Naja, gut. Okay, ich hoffe, dieses Video war nicht allzu lang, nicht allzu verwirrend und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Fühlt euch gedrückt, eure Sandra. Tschüssi.